John Ziegler spricht im Hinblick auf die Flüchtlingscamps auf Lesbos und den griechischen Inseln von der Schande Europas. Die Schande Europas, das müssen wir ernst nehmen. Es ist unser Kontinent und wir fühlen uns so stolz, Europäerinnen und Europäer zu sein. Aber an den Rändern unseres Kontinents, da herrschen wirklich unwürdige Zustände. Und wenn wir an Lesbos denken, dann war das auch schon im Sommer schlimm genug. Nach dem Großbrand im September 2020 ist die Lage noch mal sehr viel schlimmer geworden. Es ist ein sehr prekäres Verhältnis, in dem Familien, in dem Kinder, in dem Frauen leben müssen. Und wir haben Verantwortung dafür zu übernehmen. Das wurde jetzt vielfach aufgeworfen in Europa, in Österreich. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es schon im September gesagt, vor Weihnachten noch einmal. Er hat gesagt, es gibt Platz genug. Es gibt Platz genug in Europa für die Menschen, die in Moria oder in anderen Flüchtlingscamps wirklich in unwürdigen Zuständen leben müssen. Das gilt auch für Südtirol, das gilt auch für uns in diesem Land, in dem Plätze ganz sicher da sind, in dem auch momentan Plätze leer stehen, weil weniger Tourismus ist beispielsweise. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Verantwortung auch als Südtirolerinnen und Südtiroler wahrnehmen und auch hier sichere Plätze schaffen für Menschen, die wirklich so unwürdig leben müssen derzeit. Der Beschlussantrag der Grünen Fraktion im Landtag sieht das vor, Plätze für Flüchtlinge zu schaffen und uns der Initiative der sicheren Plätze Österreichs anzuschließen. Was für Österreich gilt, gilt auch für uns.